5. Mai. Endlich mal schönes Wetter und endlich gibt es Teil 3 der Hexenstick-Tour. Heute Reststück von Rübeland bis nach Thale. Wir haben ja letztes Mal aufgehört, oder ich musste ja. Ihr wart mit dabei. Und heute auch für das letzte Tagesstück und dafür auch einen ganz kleinen Rucksack. Es wird so entspanntes Wandern. Ich freue mich drauf. Kommt mit. So, jetzt bin ich gerade aus Neuwerk raus. Von hier aus sind es noch 25,5 sowas. Insgesamt ist die Tour an die 30 Kilometer. Also ganz entspannt heute in der Sonne. Und ich freue mich so. Sonne tut so gut. So ein kleines bisschen Sonne und mir geht es einfach wirklich viel, viel besser. Ich freue mich einfach. Macht Spaß. Ja, jetzt habe ich mich erstmal gut 1,5 Kilometer verlaufen. Der Weg war so schön eben. Dass ich aber zum Glück gemerkt habe, so stimmt das nicht. Jetzt bin ich wieder auf der richtigen Route. Und es geht jetzt seit 3 Kilometern, keine Ahnung, wieder nur steil auf. So wie in Osterode, wisst ihr noch, zum Start nur nach oben. Okay, aber das Headfit habe ich mal gehört. Schauen wir mal. Kriegen wir schon hin. Also bisher muss ich sagen, echt tolle Etappe. Abwechslungsreich, mal befriedete Wege, mal unbefriedet, richtig gut. Ist für jeden was dabei. Also mir macht es bisher echt Spaß und ich freue mich auf das, was noch kommt.
Und leider ja, auch hier gibt es wie im gesamten Harz natürlich Flächen, die einfach nur grau sind. Schade, schade. So, kurze Pause, natürlich gibt es Wasser und da mein anderes Salzgebäck ausverkauft war, tuck, tuck, kennen nur noch die wirklich Älteren unter uns. Das kriegst du nicht mal in einem Stück raus, das zerbröselt so schon. Das ist, als wenn du einen verwesten Baumstamm im Smoothie Maker zerkleinerst ohne Ende und dann irgendwie zusammenbappst, dann hast du tuck. So schmeckt es auch, aber irgendwie mag ich es auch, wegen dem vielen Salz da drauf. Oh, ja, eigentlich, nächstes Mal nehme ich nur einen Salzstreuer mit. Das so schnell und steil runter, das ist der absolute Hammer, ey. Und dann plötzlich, wow, 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 wow. Da sollte man stehen bleiben. Cool. Das war mal ein Ausblick. Super. Ah, hier ist etwas holprig, aber wie im Leben halt, manchmal ist es etwas holprig. Ja, die liegen aber sehr robust, denke ich doch mal. Ansonsten sage ich schon mal tschüss. Wenn die jetzt abgehen würden, wäre ich schneller unten. Aber ich habe ja Zeit, also laufe ich. Ja, hier wollt ihr eigentlich gerne nochmal die Drohne runterfliegen lassen. Das wäre ja richtig cool. Leider hat ihr irgendwas am Motor. Kann ich erst zu Hause beheben. Aber ich denke mal, ihr seht es auch so, wie geil das hier aussieht. Was für ein Ausblick. Ja, ich bin hier immer noch in dieser Geröllwüste, denn meine App hatte mich über das Bodetal geleitet. Da gab es irgendeine Umleitung, weshalb auch immer. Aber jetzt hatte ich mir halt vorgenommen, dass ich nochmal 5 Kilometer Umweg mache, um runterzukommen zum Tal. Ich meine, ganz ehrlich gesagt, dieser Weg war gesperrt, weil war ein fettes Schild, weil war wohl irgendwas mit dem Steinchen hier. Aber ich bin ja gleich unten. Das Problem ist nur, es regnet, jetzt wird es gerade richtig glitschig. Also schön langsam, alles ist gut. Wir sind gleich unten. Vor allen Dingen, hier treffe ich ja auch niemanden. Das ist das Gute. Ja, so sieht's aus. Bis gleich. Ja, soweit sehr gut. Jetzt ist es auch nicht mehr weit. Ich glaube, nur 1,5 Kilometer bis zum Ziel. Hat es endlich geschafft. das letzte Stück war eben echt, das war schon, mir macht ja sowas Spaß, wenn das so ein bisschen weg von der Norm ist. Das war echt, echt ziemlich glitschig durch den Regen, der gerade aufkam. Jetzt kommt wieder die Sonne raus. Ja, wie im April, obwohl wir haben ja Mai. Naja, aber das war dann schon leicht anstrengend. So, von daher, kurzes Päuschen und dann nochmal den Rest. Und dann sehen wir uns gleich am Ziel.
Ja, Leute, Harzer Hexenstieg in Thale geschafft. Also, Hexenstieg gemeistert. Check! Man hat echt lange gedauert für den dritten Part. Aber ihr wisst ja, wie es im Leben ist. Man plant und plant und plant und irgendwie kommt doch immer alles ganz anders. Aber geschafft. So, wenn ihr mehr sehen wollt, ich habe noch so viel vor dieses Jahr. Tagestouren, 4-5 Tagestouren. Overnighter natürlich da mit drin. Lost Places und. Abonniert doch einfach, es kostet nichts. Ihr seid nichts verpflichtet. Ich würde mich einfach nur freuen. Okay, in dem Sinne, bleibt gesund, das Wichtigste. Und bis bald. Bye, bye.